Schon zum zweiten Mal heuer war Adrian Muhr mit seiner Northland Pro Slackline-Woche zu Gast am Feuerberg. Ich glaube 2009 oder 2010 war ich das erste Mal auf dem Feuerberg oben. Wir haben dort die Erlebniswanderung gehabt, weil ich habe Biologie und Chemie studiert und habe halt so, sind gewandert gewesen mit den Leuten und habe ihnen erklärt, warum es da so ausschaut, wie es so ausschaut und habe nebenher geslacklined. Mit den Jahren wurde aus zwischendurch Slacklinen eine komplette Woche mit einem abwechslungsreichen Programm. Nach 2 Tagen Training am festen Boden ging es dann über den Almsee. Das über dem Wasser gehen unterschätzt man total. Das ist ein Riesenunterschied zum normalen Slackline, weil man auf dieser Fixpunkt fällt. Und wenn unten diese Wellen sind, dann, ja, man fällt immer in diese Richtung. Das ist verteufelt. Was für Adrian das ganz Besondere an dieser Woche ist? Das ist eben was für die ganze Familie und das ist das Besondere, dass halt nicht nur die Kinder da sind, sondern dass die Erwachsenen ihren Spaß haben. Und am Freitag dann, nachdem sie ziemlich viel trainiert haben, machen wir nochmal die Waterline und da geht es dann schon ziemlich gut.